Hallo, hier ist Norbert Maas. Heute zur Abwechslung mal wieder im Video und diesmal geht es nicht um gewichtige, schwerwiegende, komplizierte, tiefgründige, politische und gesellschaftliche Themen oder Grundsatzfragen der Behindertenszene. Nein, es geht um die heitere Kunst. Ja, die Kunst. Alles, was bewusst gestaltet wird, ist irgendwie ja Kunst und ich will den Begriff gar nicht so eng sehen. Wir reden ganz ehrlich gesagt einfach mal über meine Fotografien. Und da hat es in letzter Zeit einige Diskussionen gegeben. Ich scheine, wie bei anderen Themen auch, da ein wenig zu polarisieren. Es gibt welche, die finden, egal was ich mache, ganz toll und wunderbar und ach, das will ich mir an die Wand hängen. Und dann gibt es natürlich, und ich halte das für völlig normal, wieder welche, die sagen, was soll der Schrott? Denen will ich mich ganz besonders widmen. Die, die meine Bilder schön finden, die werden sie auch weiterhin schön finden, hoffentlich. Die anderen werde ich auch nicht bekehren können, aber ich will doch ein bisschen was dazu sagen, denn ich sehe das anders als diese Menschen. Was wollen die? Die wollen was Schönes. Die wollen tolle Bilder haben mit naturgerechten, sag ich mal, leuchtenden Farben. Farbecht, dass man Farbkärtchen daneben halten könnte, neben die Natur. Dass alles so ist, wie sie es gerade eben sehen. Und so möchten sie es in der Kamera haben und so möchten sie auch, dass das den Betrachtern ihrer Bilder präsentiert wird. Da kann man noch ein bisschen in der Bildbearbeitung an Kontrasten drehen, vielleicht ein bisschen die Farben vielleicht noch auffrischen und das war's. Und dann hat man ein tolles Bild. Ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Das sind schöne Bilder. Ich mag die. Ich möchte auch so Bilder machen. Irgendwann. Und ich mache sie auch hin und wieder jetzt schon. Und das ist gut so. Aber es ist nicht das, was ich möchte. Es ist nicht meine Sprache, es ist nicht meine Bildsprache. Meine Bildsprache übersetzt das nicht nur, was ich sehe, sondern wie ich es sehe. Es gibt da viele Beispiele für. Es ist nun mal so, dass in mir oft die dunklen Wolken da sind, die Düsternis, das Traumhafte, das auch Albtraumhafte. Das sind Realitäten. Die sind in mir, so sehe ich diese Welt manchmal, nicht immer. Und so versuche ich sie einzufangen mit der Kamera. Das gelingt nicht, man kann selten Bilder so einfangen, wie ich sie sehe. Und dann muss ich ran. Dann fängt im Grunde genommen die Arbeit erst an. Dann wird aus dem, was die Kamera hoffentlich in allen Nuancen, wie ich sie gerne hätte, aufgenommen hat, dann wird ein Bild raus. Und das ist viel Arbeit. Aber das spielt keine Rolle, denn viel Arbeit heißt ja nicht, dass es gute Arbeit ist. Trotzdem behaupte ich, dass viele meiner Bilder gute Bilder sind. Gerade auch Bilder, die von einigen wenigen sind es, aber vielleicht sind es auch viel mehr und die sagen nur nichts, für ganz schrecklich gehalten werden, was ich verstehen kann. Woran liegt das, dass sie das so schrecklich finden? Ich kann es Ihnen sagen. Sie sehen meine Bilder ganz richtig. Sie sehen das, was dahinter ist. Was in mir ist, das aus den Bildern, aus den schönen Bildern, die Sie so sehr lieben, solche Bilder macht,
gestaltet, künstlerisch gestaltet, wie auch immer man es nennen mag. Die Menschen, die diese Bilder ablehnen, ahnen wahrscheinlich, was der wahre Grund ist für diese Bilder, was mich dazu bewegt, solche Bilder zu machen, warum ich Bilder so sehe und so dann gestalte auch. Es hat was mit Stimmungen zu tun. Gute Bilder sind wahre Bilder. Wenn jemand die blühende Wiese mit den gelben Blümchen und den roten und den Schmetterlingen so sieht, wie sie dann lieblich und heiter rüberkommen in den Bildern, dann ist das gut so. Dann ist das die Wahrheit. Dann ist das auch die Realität. Realität ist nämlich innere Wahrheit. Diese Wahrheit kann aber auch eine ganz andere sein. Es ist zum Beispiel so, dass Menschen, wie ich zum Beispiel auch, oft hinter die Bilder schauen und da etwas sehen, was vielleicht andere so auf den ersten Blick nicht erkennen. Das spielt eine große Rolle bei meinen Bildern, egal ob sie nun heiter sind oder eher dramatisch, eher düster, eher traurig oder eher depressiv. Und das ist noch ein Stichwort. Auch das mögen manche ahnen oder sogar wissen. Es ist bekannt, dass ich seit einigen Jahren an Parkinson erkrankt bin. Und ein Bestandteil dieser Krankheit ist häufig, und bei mir ist das so, dass damit einhergeht eine Depression. Nicht eine Depression, weil mich diese schreckliche Parkinson-Krankheit erwischt hat. Das ist Quatsch. Nein, die Depression ist wahrscheinlich, ganz genau weiß man es nicht, ein Bestandteil des Parkinson. Tröstet einen auch nicht drüber weg, wenn es einen bös erwischt in der Depression. So schlimm ist das bei mir nicht. Ich bin relativ gut medikamentös eingestellt. Ich komme damit gut zurecht. Ich schmeiß mich nicht hinter den nächsten Zug. Aber die Depression ist da. Die depressive Grundstimmung ist da. Und auch die ist eine Realität. Und ich habe als Künstler, ich sage das mal ganz arrogant, das verdammte Recht, auch das darzustellen. Das tue ich. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich kann nur das fotografieren und gestalten dann am Computer, was ich sehe und wie ich es sehe. Anders geht nicht. Anders wäre eine Lüge, eine Lebenslüge. Schwindel. Fake. Will ich nicht. Und ich kann gut verstehen, dass manche das überhaupt nicht mögen. Und ich kann auch gut verstehen, dass sie das dann ablehnen und sagen, nein, ich will diesen Schrott nicht haben. Müssen sie ja auch nicht. Sie müssen ja nicht hinschauen. Ich bleibe, wie hoffentlich alle anderen auch, bei meiner Wahrheit. Und ich werde weiter Bilder machen, so wie ich sie sehe. Und wenn ich etwas sehr schön, sehr malerisch, sehr poetisch sehe, dann bilde ich das auch so ab. Aber wenn es anders ist, dann will ich auch das weitermachen. Da wird mich auch niemand von abhalten. Damit müssen wohl oder übel Menschen, die meine Bilder ansehen möchten, dann leben. Und wer das nicht will, der schaut sie einfach nicht an, klickt sie weg, gnadenlos, schreibt seine Kritik rein. Nein, ich will das nicht, das macht mich böse, das macht mich wütend. Lass das sein, das ist Schrott, was du produzierst. Gut, wenn ihr das so seht, ich bleib bei meinem Ding und mein Ding mache ich weiter. Jos van Aken.